kein Gott. Ich weiß halt gerade nicht mal, bin ich... Hey, Lukas, ich hab dich gefunden. Sehr du bist gut. Neben mir aufgeploppt. Ich will ja eine einzelne Horde rumreiten, aber lass die einfach. Guck, dass ihr eventuell unsere Mages mobbt. Falls ihr es irgendwie schafft. Ich bin ganz vorne, tolle Idee. Also bei mir bin ich ganz vorne. Ich bin auch ganz vorne. Wir sind alle ganz vorne. Du musst mal ein bisschen berechenbarer laufen. Du portest hier links, rechts und kreuz und quer. Also, das Wichtigste ist, der Black Lotus ab. So, dann jetzt nochmal die Kreisgruppe einfach gerade drauf rennen und die X-Gruppe geht mal ein bisschen so rechts von der Seite. Genau, drauf. Genau. Die X-Gruppe von rechts drauf. Jo, auf geht's. Rein da, los geht's. Alle rein da. Nicht stehen bleiben, einfach rein da rein. Ich möchte, dass bin alle drin, aber ich kann nichts drücken, Alter. Ich sehe keinen einzigen Horde. Oh mein Gott. Hier ist niemand. Die Horde oder kommt was. Doch, guck mal bei mir. Da sind die alle im Stream. Ich stehe mit drin, es passiert nichts. Yeah. Ich mit, also Lachs ist bei mir gerade sicher alleine. Sepp mal oben am Gong zünden. Auf geht's. Die X-Leute stehen gerade bei Statement rein. Kommt rein. Oh mein Gott. Ich zünde jetzt mal ins. Ich kann nicht abmounten, bitte. Sam. Ich bin Zepper. The fuck? Könnt ihr abmounten? Das passiert einfach nicht. Ja, kurz seit Lahnen auf 6 kW. Server Crash in 5 Sekunden gerade, Alter. Die leeren gerade. Die sterben oder so, hoffentlich. Ich glaube nicht, dass die Layern kommt, der Server steht einfach auf. Digga, guck mal. Ich glaube auch, dass den Damage. Guck mal, den Damage. Ich kann nicht abmachen. Da kam Damage-Trick, sehr schön. steht ihr alle am Gong? Ich stehe auch am Gong drauf. Pusht mal alle zum Gong hoch und macht dort euren Shit. Ja, am Gong, und wir sind jetzt zu dritt, also auf meinem Screen zumindest. Ja. Oh, der Gong ist nicht mal da. Ich habe gerade ein Arcane Explosion Tick, 37k Damage oder so. Ich habe schon über 188.000. Langsam passiert was. Wollen wir denn aufhören, Sachen zu spammen? Vielleicht? Nein. Einfach weiter. Nein, weiter spammen. Wir wollen neuen Latschu. Ihr macht euch Gedanken von Zepper und ich bin endlich mal ein Bär. Ich konnte aber mit Zepper ist auf Cooldown, das wird mir schon angezeigt. Oh Gott, was ist hier los? Nice Experience. Gleich einfach Disconnect. Richtig schöne, klassische Erfahrung. Blizzard Quality. Hier. Oh, jetzt kommt die erste Ehre. Jo. Statement und so alle hier. Okay, ich bin tot. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, war cool. Hat Spaß gemacht. Did she die? Ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube, wir haben den Server runtergefahren. WoW ist jetzt rundenbasiert, Leute. Yo. Wir müssen erstmal den Zug von Horde abwarten. Oh Mann, ey. Ich kann nicht mal meinen Geist freilassen. Also am Gong ist ziemlich viel gestorben. Ich weiß nicht mal, ob ich tot bin. Ich bin tot. Also meine Cooldowns laufen mal gerade runter. Vielleicht kann ich sie gleich nochmal benutzen. Bei mir bist du schon tot, Skrotus. Ah, cool. Schade. Ja, wir sind irgendwie fast alle tot. Bam schon tot? Ich könnte mir vorstellen, dass die Horde halt den Vorteil hatte, dass sie pre-usen konnten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Horde, die oben steht, gar nicht gesehen hat, dass wir überhaupt gekommen sind. Hier sind einige Low Life, ne? Also wenn ihr da rein, wenn da eure Zepper gleich bei mir hier durchgehen, da sind da einige Horde tot. Ich wollte erstmal, bis ich tot bin. Erstmal wiederbeleben können, Alter. Ja. So, wird los zum Reloggen? Uff. Ich gerade, weil alles abgeschmiert ist. Habt ihr Honorable Kills bekommen? Ja. Bei mir kommen sie gerade rein. Ja. Wie ihr ein könnt. Ja. Oh, ich Hoppla. Sehr geil. Let's go rein. Jetzt müssen wir gleichzeitig einloggen. Let's go. Jetzt go.
jetzt müssen wir den Gong übernehmen. Los, mal Pfeffer drücken. Wahrscheinlich sind wir gleich schön in Westfalen. Oh, ich stehe alle beim Horden-Symbol. Ich lebe. Ja, vielleicht gibt es ein Rollback, Alter. Dann nehmen wir alle wieder. Seid ihr auch noch im Ladewald? Ja. Ich habe jetzt leider den ganzen Scarablot-Grind gerollbackt, sorry. Ja, gleich nochmal 42.000 Fragmente wieder farmen. Ihr lacht, aber der War-Effort wird auch rollbacked. Oh, nö. Nice, noch mehr Ruf. Ich stehe wieder am Hordenpunkt. What? Geh wieder rein. Rollback war ungefähr so 18 Minuten zurück. Nein, wir können nochmal reinreiten. Das ist genauso wie auf dem PTR. Genau das haben sie doch getestet. Warum passiert das genau jetzt hier auch wieder? Vielleicht soll ich das geschlagen. No changes. Das Phasing kommt doch erst in 12 Minuten, oder? Dachte ich. Ja. Erst wenn der Gong geschlagen wird, falls das möglich ist. Oh Mann, ich lieg tot am Gong. Könnt ihr einloggen oder passiert da was? Einfach Rollback, ich glaub's nicht. Also ich lade tot am Gong. Hängt bei mir zumindest. Ladescreen. Ja, ich lag tot am Gong. Aber ich könnte annehmen. Ja, bin auch tot am Gong. Alter, wie unfair ist das denn, ey? Bin wieder an der Hortenbasis. Aber hier liegen auch ein paar Hortler tot am Gong. Die meisten Hortler leben. Welt ist mindestens tot. Wie kann denn die Hälfte gerollbackt werden und die andere Hälfte nicht? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab auch. Ich hab das ist Horde-Vorteil. Wie viele Horde? Ah, Laxus ist auch hier. Hallo, Laxus. Ich bin halt immer noch auf die wieder vor. Nichts Todes. Slade und Slade und. Ah, jetzt ist die Hälfte meines Raids tot. Der andere ist offline. Ihr müsst ganz schnell Geist freilassen machen und euch wieder annehmen, dann könnt ihr euch insta wiederbeleben. Nee, es hat nicht funktioniert. Also ich war kurz am Leben, wurde gekillt. Sollen wir einfach nochmal drauflaufen? Nochmal reinlaufen. Warte mal ganz kurz, wie viel Horde ist da, circa? Sehr viel. 300, 400. Also ich hätte so noch Spireline 270. Ihr müsst auf alle Fälle auf uns Geist erwarten noch. Also ich sehe hier mega viel, Leggy Geister. Oh, Leute, ey. Sieht hier aus wie Herr der Ringe. Bei mir steht World Server down. Ja, ist ein bisschen Stau da auf. Okay, Leute, warte mal bitte. Also, ich würde sagen, wir warten eben, bis ihr da seid mit eurer Leiche. Und dann machen wir dasselbe nochmal. Denkt dran, wir müssen uns merken, wann der Server gerade down gegangen ist, wegen World Boss. Oh nein, bitte nicht. Die Frage ist, sollen wir schon mal ein bisschen näher ranreiten als das Horde-Logo? Oh, oder? Ich hab's reingeschafft. Leute, genug Gruppen für World Boss haben wir heute, ja. Sammelt euch mal ein Bronzebeard-Encampment. Ein Bronzebeard? Jetzt das Allianz-Encampment, oder was? Jo. Achso, im Süden das Ding, okay. Ja. Kommt mal in den Süden. Da, wo ihr die NPCs für die The Calling-Quest habt anlabern müssen. Sind gerade nicht hinkommen. Sind noch ein paar Leute im Invite-Tool, die gerade noch gewispert haben. Hat noch jemand Platz im Raid bei sich? Wir haben noch einen. Wir sind voll. Okay, schaut mal nochmal ins Tool, wenn ihr noch Slots habt, dann invitet die da weg. Wen muss ich denn anschreiben? Im Zweifel, ich hätte auch noch. Saki. Meint ihr, es bringt erstmal ein bisschen an die Horde ranzulaufen, dass das Phasing funktioniert und dann weiterzulaufen, dass es nicht so einen krassen Peak gibt vielleicht? Dass man von der Horde erstmal schon auf Entfernung was sieht und dann, weil sonst wird es genau so wieder passieren, denke ich. Das ist gar nicht. Ja, also ich hätte auch schon Spaß da nochmal dran, wenn wir den Server nochmal runterfahren. Es lebt aber echt noch sehr viel Horde, ne? Ich meine, guck mal Leute, ne? Ich muss nebenbei nochmal erwähnen, viele schreiben mir gerade, dass Layer 2 die bessere Wahl gewesen wäre. Ja, ist natürlich klar, Layer 2 wäre Easy Mode. Aber mal ganz ehrlich, das ist das letzte richtige Event hier auf dem Server. Ich meine, danach kommt doch nichts mehr. Also der außer Naxxramas in 6 Monaten. Also der lass Gong uns genießen. Ist jetzt da, ne? Was? Der Gong ist jetzt da. Ich stehe vorm Gong, also das Ding ist jetzt der Gong da. War schon die ganze Zeit da. Ich stream das auch, ihr könnt gerade alle Horde sehen. Der Gong ist die ganze Zeit da, aber kann man erst um 4 Uhr 16.20 Uhr schlagen. 420. Okay. Ja, der 8.8. Unsere Toten, seid ihr ready? Gib uns noch Moment, obwohl ihr könnt reinreichen. Layer 1 oder 2, bei mir wird jetzt Layer 2 angezeigt. Hat irgendwer noch einen Leute. Wenn ihr genug seid, könnt ihr eigentlich schon reinkommen. Aber es ist halt wieder, ne?
Also die Deaths. Beim Gong Aoien, die vielleicht nicht zum Gong reinreiten. Sonst sterbt ihr dann alle beim Aoien. Wir setzen am Gong auf Fulltimer und Zeppern. Ja, die Toten, aber die, wie ist es, die reinreiten nicht. Ach so, wer reinreitet nicht, ne. Ganz kurz, die Raids sind voll, also ihr könnt mit reinreiten, aber ich denke, dass alle Raids aktuell voll sind. Also wie die World-Server voll sind. Ich bin auf jeden Fall in Silithus jetzt. Also ja, wir sind ja noch circa 5 Raids circa, also am Leben. Eventuell 4 Raids. Okay, ich würde sagen, wir reiten mal langsam vor. Also wir reiten noch nicht rein. Immer noch ein bisschen, gerade kommen einige Leute bei mir online. Wenn ihr euch beim Dings resen wollt, beim Gong, wenn ihr auf Annehmen könnt, das dauert ewig, bis ihr annehmen. Ja, lass uns mal ein bisschen weiter vor. Komm mal mit X mit. Hey, ist dieses Barabeus-Zeichen auch schon die ganze Zeit drauf? Jo. Ja. Standen nur die Leute die ganze Zeit vor. Wir müssen uns auf jeden Fall vorher nochmal sammeln, weil es sind kaum Leute bei dir gerade. Ich sehe, Lachs ist leider nicht mal. Jo, einfach bei X sammeln. Also grob. Ah, jetzt sehe ich dich. Ich habe auch den Stream on im Discord. Ich sehe Braus, Steinfeuer steht vor uns. So, ich würde sagen, unsere Toten sind ready. Let's go, 7 Minuten noch. Ja, guck mal, ich würde sagen, unsere Toten retzen jetzt. Das wird eh ein bisschen dauern, bis ihr lebt. Drückt eure Zapper-Taste. Dann jetzt, go. Retzen und go. Go, auf geht's. Go. Und wir gehen jetzt auch mit rein. Go. Das mit dem Retz funktioniert nicht so geil. Nee. Oh, so lange. Zepper fliegen, aber. Oh, Zepper waren da. Oh, jetzt. Jetzt. Ich hab schon so viel Schaden bekommen. Holy fucking shit. Was ist so geil passiert hier? Ach du Scheiße, hier sind immer noch so viele. Ich hab immer noch keine Horde geladen. Ich seh einfach nur Laxus reinlaufen. Lauft einfach zum Gong und zieht Zepper. Ja, aber da spam die AOE, ne? Da stirbst du dann einfach. Ich bin gestorben. Ich sterbe aber auch. Die sind alle tot. Da ist einiges weggefallen hier oben am Gong. Alles gleichzeitig. Da stehen noch einige hinten in der Ecke. Links hinterm Gong. Links hinterm Gong, ja. Also auch links vorm Gong. Eigentlich steht überall was, also man kann so eigentlich nicht verfehlen. Dort steht was und dort auch und eigentlich überall. Oh, jetzt kommen die ganzen Kills rein. Kills. Ja, da war ich wohl schon tot. Oh, jetzt bin ich tot. Lachs, der steht am Gong jetzt. Ich habe ungefähr seit gefühlt 3 Minuten verderbt. Small Indie Company, by the way. Es ist halt irgendwie schade, dass sowas nicht flüssig läuft, ne? Fun Fact, irgendwelche komischen kleinen Server in Russland haben das geschafft. Von irgendwelchen Kellerkindern. Blizzard schafft sowas nicht, unlucky. Naja, also das ist schon eine ganz schöne Leistung, die du hier baust für so viele Leute, ne? Das steigt exponentiell, ne? Oh, da kommen die Kinder. Oh, da kommen nochmal Zepper. Da ist gerade eine ganze Gruppe gestorben. Ja, macht mir lieber nochmal den Server down, ey. Ich will wieder einloggen. Kommst du gar nicht rein? Nein, Mann. Oh, ich bin am Geistheiler und ich kann nicht mehr laufen. Ich stehe hier stehen. Das ist cool. Ich krieg die Arcane Explosion Animation, dass sie mich hittet, während ich tot bin. Ey, wir können hier nicht mehr weg. Könnt ihr hier noch weg? Pass auf, dann bist du gleich in den Shadowlands. Ich glaube auch. Laxus, du sollst doch nicht nur in der Gegend rumlaufen, du sollst auch Schaden machen. Ich bin eigentlich tot.
Ja, guck, siehst du? Ja, jetzt! Wie ist denn die aktuelle Lage am Gong? Kann man da leben? Nee. Du kannst bei mir im Stream gucken. Ich lebe da am Gong, wenn alles rendert. Nein. Sieht halt eher schlecht aus. Gerade ist einfach The Walking Dead. Alle vom Geistheiler laufen los. Oh, yeah. Wir dürfen nicht am Gong, Sepp, aber wir müssen links und rechts dahinter stehen, die Geiler. Ja. Die machen halt alle Damage AOE vor den Gong und stehen daneben. Ja. Wir müssen links und rechts dabei. Bitte. Genau an die Ecken. Axel, seine Waffen sind nicht vergiftet. First World Problems. Ich glaube, Waffengifte gehen nicht aufs Dörfer. Ich finde es auch immer gut, wie nach der Aktion einfach dann nur noch so die 3-4 Bubbles von den Palas stehen. Also ich kann meine Bubble nicht mehr benutzen, ey. Alter! Pauli, schick den Chat. Der ganze Troll dabei, man denkt. Leckt's bei euch auch so? Nee. Wirklich 30 Nachrichten. Oh, flüssig wie mein Stuhlgang, ey. Beruf habe ich dann wohl heute Nacht. Ja, mal gucken. Wie schaut es denn auf Layer 2 aus? Weiß das jemand? Oder beziehungsweise auf dem anderen Layer? Ja, das ist nicht genug okay, gerade. Aber es ist halt viel Hölle, aber auch viel Allianz. Läuft es da flüssig, oder? Ja, flüssig läuft das, ist kein Problem, aber es ist einfach nur Horde ohne Ende. Also ich sehe nur Horde gerade, ich sehe gar nichts von der Allianz, wenn ich ehrlich bin. Aber flüssig ist es, ja. Ja, also wir haben halt auf beiden Lehren dasselbe Problem, ne? Hm. Ja, wir holzen da jetzt rein. Ja, zu den Kristallen und... Wir müssen, by the way, es ist 16.19 Uhr, wir müssen jetzt wahrscheinlich direkt nochmal reinbolzen, damit die nicht gongen können. Dann muss ich jetzt nochmal den Server downhauen. Ich glaube, ehe wir da drinnen einen Effekt zünden können, ist der Gong getönt. Ja, vielleicht können wir ja noch ein paar Leute mit in den Tod reißen. Weil die haben jetzt hier Grounding Totems und alles aufgestellt. Ja, dann go jetzt. Wir haben noch 10 Stunden, damit wir den Gong hämmern können. Jungs, let's go. Ja, aber die sollen ja jetzt auch nicht hämmern. Nein, ich meine, wir müssen jetzt versuchen, dass wir es bis dahin schaffen. Ach so. Mach mal Call zum Reingehen oder so. Jo, go, go. Alle, die wiederbeleben können, wiederbeleben und zappern. Go, 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 go. Am Gong. Auf geht's, am Gong. Ah, E-Spam. Nicht in der Ecke? Die 16:20. Haben sich gut positioniert, ne? Die stehen alle links und rechts und in der Mitte und zwischendrin steht niemand. Die haben richtig Gruppchen gebildet. 12, hau einfach den Gong. Dabei. Ja, jetzt. Go, go, go. Kommt aber eine Servermeldung, oder? Also, ja. Ja, ja, ja. Aber nur für den ersten. Ich hab das Gefühl, das kann auch ein bisschen dauern. Oh, ich bin wieder im Leben. Jo, glaube ich auch. Oh, da waren irgendwie 6 Setter. Oh, wie alle Charmies hier Captain hier spammen. You are dead. Ich weiß, dass ich tot bin. Ja, also bei mir geht hier gerade nichts. Garona, wer ist das? Ah, jetzt geht's los. Oh nein. Wer ist das? Nein, Luki, es war schön mit dir. Was ist das für eine Meldung? Ja, der hat, der Gong ist gegongt. Jetzt geht's los. Also wenn ihr auf das Tor guckt, dann ist eine Animation. Wer hat den Hit bekommen? Garona. Ja, ist von Helix. Ist von Helix. Also wollen wir jetzt die Kristalle campen oder was der Plan? Oh, wie wäre. Hauptsache nicht Statement. Ich sehe hier halt keine Allies mehr.
Also irgendwo wird eben nicht angezeigt. Also einige Leute hängen hier mit mir auf jeden Fall am Friedhof, die sich nicht mehr bewegen können als Geist. Alles tot. Ja, ich hänge am Friedhof auch, kann nicht laufen. Jo. Komm auch nicht zum Geistheiler, zum Rätzen gar nichts geht. Die Klinte steht hier. Ich bin jetzt alleine am Gong, aber der Gong ist nicht da. Josef, du bist auch nicht alleine am Gong. Spoiler, du bist nicht alleine. Alle Invis-Pots drin, oder was? Hey. Ich glaube, die Klinte hat es erwischt, gerade. Gut. Sehr gut. Oh, das kann etwas werden mit dem Event hier. Ich finde es interessant, dass noch jemand rausgeportet wurde. Und ich sehe gerade die Mobs, die heißt bei mir einfach Unknown. Ja. Bei mir unbekannt, also anders. Gut, was ist jetzt der Plan, ist die Frage. Mal abwarten, was passiert. Genau. Also an sich sollten sie jetzt die Zone Restrictions starten. Das scheint aber noch nicht passiert zu sein. Und dafür, dass wir den Dörfer down machen, damit es resettet wird wieder. Gibt's ein Rollback, Alter. Was der erste und Rollback. Da stehen schon die dicken Dudes rum, ey. Ich stelle vor, Rollback und sein Zepter ist weg, aber die Drohne nicht. Also am Gate ist bei mir noch nichts gespawnt. Also, nee, bei mir war das Gate auch noch zu. Bei mir ist das Gate auch noch zu. Nee, bei mir ist das Gate zu, aber Mobs gespawnt. What? Kann das sein, dass er einfach nur auf dem anderen Layer geschlagen wurde? Dass hier einfach nicht übernommen wurde? Ja, kann sein. Ich sehe hier keine Mobs. Ja. Also hier ist auch der Server-Nachricht war, der stand hier nicht. Bei uns. Auf dem Layer. Oh, der war auf dem anderen. Aber Lexus, ich hab die Mobs hier gesehen. Ja, die stehen. Ja, ich hab auch die Server-Nachricht auf unserem Layer gesehen, Leute. Ja, die Server-Nachricht gab's auf jeden Fall. Jetzt sind aber die Großen gespawnt, da die Dicken. Ich sehe sie immer noch nicht. Wenn ihr einen Scenarian holt, müsste auch ein Kristall sein. Das ist eigentlich der Beste. Ja, es ist halt gerade ein bisschen nervig, ne? Weil hier können wir gerade nicht machen. Und wir könnten nochmal reinbomben. Ja, safe. Ich habe eine Minute bis Zepter. Jetzt ist er gespawnt und räumt gerade bei der Horde auf. Ja, dann nochmal rein, Zepter. Komplex wird von so einem Kolosse gehauen. Fossil geht auch down. Wie lange habt ihr noch CD? Kurz sechs? Ich habe noch 35 Sekunden. Aber ich bin auch noch nicht ganz da. Ich kann mich nicht mal bewegen vom Friedhof. Jo, ich zähle einfach gleich runter, dann retzen wir Bomben rein. Entweder Digga, überleben wir das oder nicht. Jetzt dauert eine halbe Stunde. Yep. Könnt ihr euch auch alle nicht bewegen auf dem Friedhof? Nö, ich kann mich ganz normal bewegen. Ich kann mich bewegen. Nice. Ich habe auch das Friedhof-Problem auf jeden Fall. Ich habe auch schon restartet, reloaded, relogged, alles schon gemacht. Ich glaube, wir müssen erstmal chillen. Ja, eindeutig. Oh ja, jetzt stehen hier tatsächlich die Unknown Mobs. Das ist also wirklich, man kann sich nicht da. Ich kann, geht gar nichts. Hey, Siggi ist hier. Also, ich habe bisher auch tatsächlich auf dem Layer nur Siglinde gesehen von den Leuten, die ich wusste, dass sie den Zepter haben. Aber der kann, glaube ich, auch gerade nicht abgeben. Ja. Ich selber da nochmal die. Also, ich bin ready, Laxus. Ich würde direkt am Gong nochmal reinhauen. Ich würde sagen, wir seppern am Gong. Direkt auf dem Gong oben drauf. Genau, hier sind auch gerade relativ wenige Leute. Eventuell können wir uns auch kurz hier sammeln. Probier vielleicht direkt abzugeben, Laxus, noch währenddessen. Ich sehe den Gong nicht mal. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ich drück schon seit 10 Sekunden, bin immer noch nicht gesetzt. Es passiert halt nichts. Oh, bin geritzt. Let's go. Ja, wo ist mein Zettel? Der Störer, der da steht.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass mit den Zone Restrictions haben sie einfach vergessen zu implementieren. Ja, es ist halt irgendwie immer wieder schade, wie die so ein Event verkacken, ne? Quasi wie jedes ihrer Spiele. Ich frage mich ehrlich, wie sie es nicht hinkriegen können. Ich meine, die müssen doch wissen, was passiert. Dass sie sich dann nicht für einen Monat, keine Ahnung, ein paar Server dazu mieten, die und ein bisschen auslagern. Das kannst du knicken, ey. Diese Last. Dann hätten wir aber auch 14 Layer, ne? Dafür ist der WoW-Code nicht ausgelegt. Ja, trotzdem kannst du ja relativ. Also, sich Rechenpower dazu zu holen, sollte nicht so schwer sein. Auch wenn die Server dafür nicht ausgelegt sind. Dafür brauchst du aber mehr als einen Tag. Das Problem ist, das geht halt auch exponentiell, ne? Mit jedem weiteren Spieler in die Höhe. Und du kannst nicht einfach doppelt so viel Rechenpower nehmen, das bringt dann halt nichts. Ja, aber ich glaube, das hat mehr was mit dem Praktikantenproblem zu tun. Schon einer auf dem Mount, lul. Also ich glaube, Sieglinde haben wir umgelegt. Naja, der ist jetzt hier verschwunden. Ich glaube, der ist gestorben. Oder gelayert. Nashio steht allerdings noch. Dann können sie ja mal fragen, also ich glaub, ob sie hier abgegeben haben. Jetzt immer ein paar, ich meine, was wir versuchen könnten, ist, mit 2-3 Raids rüber zu layern. Der Rest bleibt hier. Eventuell beruhigt das Ganze. Aber ehrlich gesagt werden wir hier nicht mal Layer angezeigt. Ich weiß nicht, auf welchem Layer wir sind. Mir wird Layer 2 angezeigt, aber das stimmt. Kann einfach sein, dass es die Layer komplett neu erstellt hat. Ja. Hat's gereicht, 12? Nee, ich glaube, da wird er quietschen. Da wird er quietschen. Also mir wird auch 20.430 angezeigt. Also so eine Sache ich halt irgendwie. Parking Blizzard Server. Na, Colossal sind gespawnt. Ja, und oben auf dem Tor steht Rajax. Zeig gerade eben. Tatsache, ja. Naja, ihr wisst, dabei sein ist alles. Oh, ich bin gestunt am Geistheiler. Das ist dabei sein. Yes! Ja. Oh, da ist ja echt ein riesen weißer Fleck. Anscheinend hat er irgendwie abgeben können. Jo. Ich guck mir hier gerade nebenbei den Metashi-Stream an. Ich glaube, der ist auf einem anderen Layer und da geht auch nichts. Also es stabilisiert sich aber gerade ein bisschen. Also ich konnte innerhalb von 5 Sekunden resten statt 15. Colossus Aschi-Schwarm ist bei uns da. Und erstmal Disconnect. Okay, ich kann PvP machen. Leute, ne? Ich allein, dass wir hier 7-8 Raid-Gruppen hatten und dann alle zusammen reingeritten sind, das war schon dick fett geil, ey. Oh, DC? Ja, oh, das Tor öffnet sich. Die Quest hatte ich auch schon mal auf, aber es ging nicht. Jo, ich auch, ey. Wenn du das sagst, der Rest ging nicht mehr. Gesehen. Mein Geist war. Das Tor ist auf. Ich reite aber auch zum Aschi-Schwarm. Das Tor ist jetzt schon auf. Der Tipp aus dem Chat, die Animation dran. Wenn ihr euch ausloggt in-game und einfach wartet, bis es funktioniert und wieder einloggt, könnt ihr laufen vom Friedhof aus. Okra, wie immer, nicht zu verstehen. Noch Mann. Sorry, ich habe gesagt, wenn ihr euch in-game ausloggt und wartet, bis es wirklich euch ausloggt und dann wieder einloggt, dann könnt ihr wieder laufen am Friedhof, das funktioniert. Wollen wir vielleicht irgendeinen Hype mal reingucken gehen? Das wird hier aber wirklich deutlich flüssiger am Gong. Die Leute bewegen sich schon mal. Ja, es verteilt sich. Also die Horde zieht auch ab gerade. Ja. Horde ist bei Schwarm, oder im Schwarm Aschi. Oh, Regex schreit rum. Disconnect. Connect. Nein, jetzt kein Disconnect. So ein Scheiß. Roll weg jetzt, let's go. Wir hängen in der Zeit. Auf Wiedersehen, 12 Mal. Ich bin im Film, wo jeder Tag derselbe Tag ist. Geht ihr alle rein? Und gleich sind wir wieder beim Horde-Symbol. Ja.
Gehen wir durch das Tor? Bringt ja nichts. Was wir haben interessanterweise einen getaggten Kolosse für uns. In meinem Einlog-Menü hat mein Charakter nichts mehr an. Erstmal ein T-Boost drin. Ist gehackt, Digga. Und kein Plündermeist. Ich habe kein PL drin. Schade. Aber ich glaube, es ist auch gerade eine sehr schlechte Idee anzugreifen. Ich gehe mal Half Regal checken, was da abgeht. Ich hab das Mod. Nice. GZ. 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 Ach du Scheiße. Ist jetzt nochmal jemand am Gong, der retzen kann? Dann können wir nochmal reinsippern. Wo spawnt denn der Kolosse in Regal? Wahrscheinlich in Half Regal. Wo in Half Regal? Er ist riesig. Er ist so groß wie Cenarion Hold. Ich weiß, dass er groß ist. Ich kenne ihn. Wir wissen, wo er ist. Weil er lädt nicht. Oh, jetzt läuft's eigentlich voll gut. Ich konnte drei Casts machen. Ich meine, was wir versuchen können, ist, dass wir jetzt einfach abziehen vom Gong. Beziehungsweise vor Akku. Und einfach die Hälfte. Ich würde mal gucken, ob wir vielleicht einen der Käfer einfach mal runter zeigen können. Ich bin gerade bei Regal auf dem Weg. Ich bin gerade bei Regal am gucken, ob ich finden darf. Ich habe aber im Chat gesehen, dass es ihn gibt. Ja, ich auch. Luki, du bist voll dran vorbeigeritten. Ernsthaft? Ich sehe ihn immer noch. Komm mal zurück. Wo seid ihr denn? Könnt ihr mal bitte kurz eine Ansage machen? Also ich bin jetzt gerade in High Regal und bin da anscheinend an irgendwas vorbeigeritten. Er hat schon 600.000 Leben verloren. Ah, da ist er! Ich hab ihn. Was haben wir, den Tag? Ja. Okay. Jo, dann würde ich sagen, wir treffen uns beim Hive. Jo, ich hab's auch. Nice. Was machen denn die Toten beim Altar? Da sind noch sau viele Geister von uns. Ja, ich würde sagen, versucht wegzukommen. Da lag's einfach. Kommt mal zu High Regal. Alle zur Halbregel. Lass davor einen Reds Call beim Altar machen, sonst kommen wir nicht weg. Hier sind vielleicht noch 30 Hordler, da können wir uns easy retzen, wenn wir alle gleichzeitig machen. Also ich habe mich einfach weggeritten. Ja, ich auch. Ja, es leckt nicht mehr wirklich am Altar. Da ist ja jetzt auch ein Spirit Healer irgendwie. Der war da schon immer. Das ist der für den Akku Corps Run. Achso. Dann den komischen Koloss dann irgendwie untere Säule ziehen, dass wenn man den Knockback kassiert, nicht wegkommt. GZ! Yeah, ich hab das Ding! Jo! Nice, GZ! GZ! Woo! Ich hab's auch! Woo, 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 woo. Nice! GZ! Scarab! 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 Junge, ich wollte dir gerade ein Schild geben, ey. Warst du schnell tot? Die größte Frage ist, hat Mitashi es auch? Der schimmelt als Geist um. Ach, das heißt, hier sind kleine Käfer mit 10.000. Alter, wie konntet ihr den übersehen? Der lädt halt teilweise mit. Hier sind so ultra kleine Viecher mit 10.000 Leben. Ja, kommen jetzt mal alle hier zu Regal oder nicht? Ja, kommt. Es dauert halt ein bisschen, glaube ich, bis die ganzen Leute gerast haben und hergelaufen sind. Jo, genau. Die Punkte bewegen sich langsam in Richtung. Der lebt eh noch eine Weile. Oh, jetzt wird er gerade rausgezogen. Ich weiß gar nicht, ob der Typ an sich was droppt oder so. Resettet der nicht, sondern verliert der nur Leben? Nee, der verliert nur Leben. Ich hab Akro! Und wer kriegt dann den Loot? In Anführungszeichen? Der hat, glaube ich, gar keinen Loot. Gibt der nicht so eine Quest? Ja, der gibt eine Quest irgendwo hier drin. Die gibt so ein Satchel of Oils oder so, keine Ahnung. Er ist gerade resettet, oder? Oh, ja. Leute, ey, das Mod ist so geil. Halt dich, edit ihn. Ich pull den. Ja, ich meine, wir haben im Moment 4 Leute hier und Walt. Walt tankt. 4 Leute hier und Walt, geil. Geile Aussage. Ich wollte einmal den Tag kurz haben. Jetzt muss ich weglappen. Also, wenn eure Gruppe sich auflöst, Discord Luki einfach invite oder inf. Gibt euch dein Auto in. Ach, der haut gar nicht so doll zu, nur mit 6k. Ja, das wird weh. Tobi, go run. Du machst das.
Wir geben jeweils 250 Runig. Probieren wir mal. Oh, Tobi, du warst tot. Was? Einfach ein Kolossus-Kill. Jungs, runter da. Rap. One hit. Warum stehen da alle oben rum? Ja, der macht so ein bisschen Schaden. Oh, nice. Kratios packt den Vanish. Ja, ja. Warum mocken alle oben rum? Jo, ich. Oh mein Gott, zappelt dieser Käfer geil rum beim Laufen. Ich würde sagen, wir lösen das Ganze jetzt erstmal auf. Also hier im Discord. Und machen einfach nur die Rap-Gruppen. Also zum Beispiel deine Gruppe, Luki. Also, ja, ich meine, es wird jetzt eh noch ein bisschen schwieriger, aber können wir machen. Also ich würde jetzt halt hingehen, mal versuchen, dass wir erstmal den Kolossal machen. Dafür brauchen wir ohnehin den Raids geführte. Ah, Alter! Diese Mobs! So killt halt mal die Mobs, Leute! Warum rennt ihr auf dem Mauts rum? Ich meine, im Moment haben wir das Problem, dass die Gruppen sehr verteilt sind und gerade deathwalken. Und danach können wir, glaube ich, also das Event geht eine ganze Weile, also müssen wir uns jetzt echt nicht setzen, glaube ich. Wollen wir Pantera Boys wieder rübergehen? Oder? Jo. Gehen wir rüber, oder? Jo. Alles klar. Jungs, vielen Dank für die Hilfe. Nice Sache auf jeden Fall, da mit Raids da rein zu raten. Ne? Ich finde das super, dass das so geklappt hat. Wenn der Server jetzt auch nicht mitgemacht hat, aber ne, es sah trotzdem episch aus, würde ich sagen. Word. Oh, schönes Ding. Ja, aber etwas schade, dass er, naja, dann gegangen ist, aber war lustig. Bekommen. Ich habe noch alle Sepper. Ich auch. Ich hab keinen einzigen bekommen. Es ging nicht. Lol, guck mal, wer da kommt. What the fuck? Lol.